Dembo, Dembo. Alter, geil, geil. Junge, die drei kannst du auch in irgendeinen Actionfilm packen und die performen da direkt. Ich habe seit 3 oder 4 Monaten nicht gestreamt. Deshalb dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit. Es sind geile neue Formate, wie ich denke, rausgekommen. Das ist zum einen vom Otto die Challenge, Bulletproof die Challenge. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich war für das Format auch eingeladen. Es hat aber bei mir zeitlich nicht hingehauen. Aber dafür sind einige bekannte Gesichter dabei, wo ich sehr gespannt bin, wie die sich geschlagen haben. Das sind zum einen Trainingspartner aus dem Spirit und dann noch Leute, die man einfach von YouTube kennt und so weiter. Um was es da genau geht, schauen wir uns jetzt einfach an. Gehen wir direkt rein in Bulletproof die Challenge. Folge 1. Ich habe 5 Teams, 3 Personen eingeladen, an meiner Challenge teilzunehmen. Und zwar eine 48-Stunden-Übung bei der Bundeswehr. Und hier schauen wir und prüfen die Teilnehmer auf Herz und Nieren und schauen, wo wirklich der Schmerzbereich anfängt oder auch tatsächlich aufhört. Viele spannende Challenges warten auf die Teilnehmer. Herzlich willkommen bei Bulletproof, die Challenge. Okay, wir haben gerade schon Dave gesehen, hier den guten Jan von den Schlappen. Viele von euch haben mich immer gefragt, Otto, was trägst du da für eine Hose, was trägst du da für eine Jacke, was sind das für Stiefel zum Beispiel? Wer kommt hier ins Spiel? Das ist TAKwerk. TAKwerk ist ein wirklicher Partner, die schon seit über 20... Die kennen wir ja noch von Survival Squad. Die haben auch Survival Squad unterstützt. Und cool, dass sie jetzt auch hier das Projekt unterstützen. Ja, tatsächlich. Wir haben es jetzt 5.35 Uhr. Die Nacht ist jetzt kaputt. Die Teilnehmer wecken wir jetzt mit einer schönen Sirene tatsächlich. Ich finde es so geil, dass Otto diese Uhr, die ich ihm wirklich aufschwätzen musste für Survival Squad, jetzt einfach jeden Tag trägt. Und ja, hat sich da so hardcore gegen diese Technik gewehrt. Aber geil, dass er jetzt so Spaß hat, dass man sie immer sieht, unabhängig von Survival Squad. Niklas und ich gehen jetzt rein, machen die Sirene an, holen die aus den Betten raus und dann geht's los. Attacke, aufstehen, komm. Was wird denn noch gepennt? Aufstehen, Attacke. Ah, hier. Da ist Patrick. Hier, Patrick hat vor letzte Woche Kampf bei NFC gehabt, hat in der ersten Runde durch ein ultra krasses K.O. gewonnen. Und wahrscheinlich ist in dem Zimmer auch Max Koga drin, der am gleichen Abend Double Champ bei NFC wurde, auch durch ein K.O. Gewonnen hat. Und das ist auf jeden Fall das Team, mein Favorite Team hier vom Spirit. Da ist noch die Katharina Dalista dabei, bei Octagon Champion geworden. Und ja, die Jungs und das Mädel sehe ich regelmäßig in Frankfurt. Und das sind auf jeden Fall sehr feine Menschen. Freue ich mich drauf, wie sie sich hier bei so einer Challenge schlagen. Gar nicht geschlafen, also da können... Hier, von den Schlappen. Ich weiß leider gerade seinen Namen nicht, aber ich habe ihn auf jeden Fall in krasser Erinnerung. Wir haben uns da schon Reaction vor 2 Jahren angeschaut, wo sie krasse Stunts machen und geil auf jeden Fall. Team Schlappen, auch auf jeden Fall Favoritenteam für mich. Wenn sie wecken, wann sie wollen. Anfängerfehler. Yo, ich bin topfit, ich habe so Bock. Warum ist es 5:35 und nicht 6? Okay, ihn kenne ich noch nicht, aber werden wir kennenlernen. Warum sind wir schon wach? Aber ich habe das gewusst. Hm. Ah, hier. Das ist nicht gehört. Das müsste Trimax sein, oder? Ich kriege halt Feueralarm mit Alissa. Guten Morgen. Oder ich weiß nicht, wie gut er ist. Ah, hier. Herr Dave. Der gute Dave. Ab geht's. Hallo Dave, du sagst ja, ne? Ja. Schlecht geschlafen. So scheiße geschlafen. Echt? Ich schwöre. Das war wirklich...
so mein ganzer Kopf, so ich sage, mach mir das, und Digga, fuck. Erst machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, und ich hab, kann das alles nicht. Scheiße, dann bitte. Guten Morgen. Aaron, Junge. Ich hab geschnurrt. Ich bin wohl jemand, der schneit. Schaut euch das an. Ich bin mitten in der Nacht, irgendwann 3 Uhr nachts, ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Aaron, ihn kenne ich auch nicht. Keine Ahnung, was der Background ist. Aber werden wir auch kennenlernen. Ein Sägewerk. Ich habe kein Auge wirklich zugekommen diese Nacht. Ich bin um 3 Uhr nachts irgendwann dann mit meiner ganzen Matratze einfach rüber bei denen rein, der sich zu Tode erschreckt, und habe da dann weitergekämpft. Guten Morgen. Da ist Patrick. Genau gewusst. Guten Morgen. Da ist Max Koga. Sorry, Leute. Kein Problem. Ich teile doch mit dem Richtigen das Zimmer. Wer wusste, dass das passiert? Man steht ja ganz früh auf. Da ist Katharina, aber auf jeden Fall Maschine. Und ich bin davon ausgegangen, okay, Kamera, das wird jetzt natürlich alles ein bisschen anders vorbereitet, aber es ging schon recht. Geil, wie verschlafen sie noch aussehen. Rigoros, wirklich rigoros los. Die anderen liegen noch im Bett, ich glaube, die brauchen noch mal ein bisschen Hilfe. Anziehen, auf geht's. Moin. Ist hier noch wer? Ja, nee, alle wach. Gut, dann ab in die Klamotten, draußen antreten. Jo. So, ich glaube, alle müssen aus dem Schlaf rauskommen. Ich habe mich hier schön zugeballert mit allem Möglichen, was mich ein bisschen fit hält. Stimme ist schon noch weg. Ah, stimmt, hat Otto mir erzählt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war so hardcore krank. Wir hatten uns noch freitags gesehen. Montags hat das Ganze gestartet und da war er so krank schon. Ist der Zeitpunkt, läuft. Wir sind bereit. Nacht war toll, das Bett war auch super. Wir haben einfach durchgepennt. Max hat die Sirenen nicht gehört. So gut hat er geschlafen. Ja, wir sind ready. Das ist immer das Wichtigste. Alter, so eine geile Friese, so geil. Das werde ich auch verwissen die nächsten 2 Tage. Ich kenne dir den. Ja, besser ist er auch. Das ist aber ein geiles Frühstück. Kann man nicht anders sagen. Max, willst du auch? Ja. Dieses Frühstück macht betroffen. So sieht das irgendwie aus. Kaffee. So, Leute. Denk das mal Zeit. Los geht's. Ich brauch nur Kaffee. Kann nicht. Steht dem Sieg nichts mehr im Weg. Das ist krass, wenn man bedenkt, die Challenge war ja während der Vorbereitung von Patrick und Max. Ich glaube, das war 5 oder 6 Wochen vor den ihren Kämpfen, wo sie schon in der Vorbereitung drin waren. Cool, dass sie da trotzdem teilgenommen haben. Schuhe, Unterwäsche, Zahnbürste. Schuhe, Unterwäsche, Zahnbürste. Klopapier. Die Challenge startet hiermit. Für die Teilnehmer war es die letzte Nacht in einem gemütlichen, warmen Bettchen, vernünftig frühstücken am nächsten Morgen. Und dann ging's los. Immer diese geilen Hero-Shots, ey. Oh, hier. Dave komplett eingepackt. Teilnehmer Bulletproof Challenge. Stich! Zur Meldung, die Augen links. Herr General, ich melde Ihnen die Teilnehmer Bulletproof Challenge zur Begrüßung angetreten. Die Leistung wird immer im Team erbracht. Der eine oder andere von Ihnen ist ja Einzelkämpfer, der eine oder andere ist Teamplayer. Und wir in der Infanterie sagen, wir lassen keinen zurück. Meine Empfehlung, agieren Sie im Team. Sie werden dabei begleitet von sehr erfahrenen Ausbildern der Schule. Und die sanitätsdienstliche Versorgung ist auch sichergestellt. Ich bin gebeten worden, noch nicht zu viel zu verraten, um den Spannungsbogen zu zersteigen. Aber Ihre Non... Okay, ich habe mich eben nämlich schon gefragt, so um was geht's jetzt eigentlich? Klar, wir wissen Challenge und so weiter, aber wir sind ja noch gar nicht so richtig abgeholt, außer dass wir wissen, wer jetzt so grob teilnimmt. Bin gespannt, was jetzt hier als erstes ansteht. Verbale Kommunikation zeigt mir, dass Sie gut drauf sind, dass Sie wollen,
Meine besten Wünsche begleiten Sie. Alles Gute. Gut, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben straffes Programm vor uns. Das heißt, die Ausbilder übernehmen jetzt die Teams. Wie ihr seht im Hintergrund schon alle eure Gepäcke. Absicht ist es jetzt, das ganze Material so schnell es geht in die Rucksäcke zu verpacken. Keine Zeit verlieren. Wenn es keine Fragen gibt, Ausbilder übernehmen, Attacke an die Gepäcke, Ausführung. T-Shirt. Ja. Voll der Stress. Die Jacke anziehen oder so eine dicke Jacke? Die da. Die hier? Ja. Das reicht. Fuck, wo geht die auf? Wo geht die auf? 5 Minuten noch. Easy. Eine Jacke vielleicht? In die Seitentasche passt denn hier. Ist auf jeden Fall sportlich, wenn sie das Equipment bis dato noch nicht kannten und nicht wissen, was sie erwartet, was sie einpacken müssen und das Ganze unter Zeitdruck. Auf jeden Fall schon mal guter Start. Einfach rein da, rein da, rein da. Hier kracht's. Die Ersatzschuhe 49 haben alles verstopft, so die XXL-Klamotten und XXL-Jacken. Hier ist alles leer. Okay, das Team Streamer. Ich habe mich gerade eben noch gefragt, wann werden uns die Leute eigentlich vorgestellt? Let's go. Ich bin Max, Trimax, so kennt man mich online. Ich habe Ursprung im Gaming, streame jeden Tag live auf Twitch, mache aber alles mögliche, was unterhält. Wir waren gerade vor 2 Tagen noch in Polen, Wim Hof Challenge, nackt auf dem Berg hoch, hatte auch schon ein Format mit Otto zusammen. Verbesserung ist weit dabei, also das ganze Outdoor-Survival und so an seine Grenzen kommen, wenn man gar keine Erfahrung hat, finde ich auch richtig geil. Ja, mein Team bin ich sehr zufrieden mit. Einmal Ronny Berger, mit dem war ich schon einmal ein Team bei der Team Food Challenge. Einer ist gar nichts, einer ist so viel, wie es geht. Da waren wir schon ein gutes Team und mein Bruder ist noch mit dabei, auch sehr, sehr gutes Team. Also wenn ich ehrlich bin, gehe ich eher so rein, ich möchte mit dem Team nicht Letzter werden. Aber ich feiere es auch so, also es fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach Underdog an, wenn man uns drei irgendwie so anguckt. Weil wir auch irgendwie nicht so viel Ahnung haben, vielleicht auch nicht so mega sportlich sind oder auch die beste Ausgangslage haben. Aber ich feiere es auch so ein bisschen Underdog und wir wären absolut alle. Ja, finde ich auch auf jeden Fall geil. Ich finde immer cool, wenn Leute eigentlich keine Ahnung oder aus einem anderen Bereich kommen und dann sagen so, ey, egal, ich mach trotzdem mit, ich habe da Bock drauf und sich da ja ins kalte Wasser schubsen lassen, finde ich immer sehr, sehr sympathisch. Und falls wir am Ende doch irgendwie Chance haben, Erster zu werden, wäre das absolut geil. Also ich würde es noch nicht rausgerechnet haben, aber Hauptziel ist erstmal nicht Letzter zu werden. Ich habe Bock auf eine harte Challenge. Aber ich habe auch Respekt vor, dass wenn wir jetzt nur draußen sind, nicht schlafen und nicht essen, 48 Stunden kriegt man rum. Ist nur die Frage, wie hart wird die Challenge? Das wissen wir ja nicht. Gut sieht das schon bei euch aus. Komm, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Auf geht's, komm. Wie geil dieser Pulli von Max einfach in diesem Kontext ist. Geil. Hier Patrick. Er ist ja nicht nur MMA-Kämpfer, sondern er war auch tatsächlich bei den Fallschirmjägern und war auch in Afghanistan im Einsatz. Also war Berufssoldat. Wie fühlt es sich an? Sehr sogar. Okay. Aufgesetzt. Jawohl. Mein Name ist Max Koga, ich bin 34 Jahre alt, ich bin professioneller MMA-Kämpfer und abseits davon auch noch Clubbesitzer in Frankfurt. Mein Team MMA Spirit besteht aus Katharina Dalista und Patrick Vespaziani, zwei sehr enge Freunde von mir, Teamkameraden und ich könnte mir für dieses Format, für dieses Projekt keine besseren Leute vorstellen. Ja, ich bin Katharina Dalista, ich trainiere im MMA Spirit, ich bin professionelle MMA-Kämpferin. Und aktuell Strawweight Champion bei Octagon MMA. Das ist Europas größter MMA-Kampfveranstalter. Hallo, ich bin der Patrick Vespaziani. Ich bin professioneller MMA-Kämpfer aus dem berühmten MMA Spirit. Ich denke, da ich auch selber beim Militär war, wird es da nichts geben, was ich nicht schon gesehen habe oder auch selbst schon erlebt habe. Und ja, kann mir schon denken, was so auf uns zukommt
und ich denke, dass wir das gut meistern werden. Ja, also Patrick bringt wirklich viel Erfahrung mit und ich bin mir sehr sicher, dass uns das extremst helfen wird, auch zu gewinnen. Mit Katharina an der Seite haben wir natürlich auch ein Mädel, die sehr smart ist. Und mit dieser Kombination bin ich mir sicher, werden wir die Challenges auf jeden Fall gut meistern können. Also ich habe eigentlich keine großen... Also ich setze auf das Team. Da setze ich drauf. Erwartungen jetzt an die Tage. Ich bin mir sicher... Obi-Wan Jacobi schreibt, Patrick steckt gleich einfach Max in den Rucksack. Das würde ich auf jeden Fall feiern, wenn Patrick Max die ganze Zeit tragen müsste. Sicher, dass es anstrengend wird, aber genauso, dass es auch sehr spaßig wird. Und ich freue mich einfach auf die Zeit, einfach mal wieder was Neues zu erleben und mich einfach neuen Herausforderungen zu stellen, zusammen im Team mit Max und Patrick. Ich bin natürlich ein Mensch und es gibt ein paar Sachen, auf die ich keine Lust habe. Ich hasse Kälte. Höhe ist auch nicht mein Ding, mein Element, aber da muss man halt durch. Los, ey, größere Rucksäcke haben wir nicht, mit denen müsst ihr schon auskommen. Ja, ganz schön wild, ehrlich gesagt. Also wir haben noch Luft nach oben, so viel kann man schon mal sagen. Ja, das Ding hat sich wie eine Eins. Zack, wie eine zweite Haut. Meine Schuhe. Schuhe auch gescheit wenig jetzt, ne? Erst mal meine Motorik beisammen kriegen, ey. So ein aufwendigen Schuh habe ich noch nie. Ich feiere diesen Slang von Jan so sehr, es ist einfach geil. Geschnürt. Ja, komm, einfach alles rein da jetzt, wir haben nicht ewig Zeit. Komm, da ist Platz im Rucksack, alles reinfeuern, schön gepackt wird später. Alles irgendwie rein, nichts verlieren, das ist wichtig, sonst gibt's Ärger hinten raus. Schreien kann ich nicht mehr. Oh, so ein richtig schöne Schimmung, das geht ja wirklich nur in verhaltener Form. Können wir irgendwie so mal so ein Rambock spielen oder so mit den Helmen? Oh, ja? Komm, mach einen Hinterkopf, mal gegen Hinterkopf. 3, 2, 1. Oh! Sendet! Hey, die Jungs sind so krass, wenn ihr die nicht kennt oder, also wahrscheinlich kennt ihr sie, aber falls nicht, dann schaut euch auf jeden Fall die Videos an. Einfach nicht nur geile Stimmung, geile Typen, sondern krasse Athleten auch. Ja, moin, ich bin der Jan Lange oder auch Jan Schlappen, 26 Jahre alt, komme aus dem Ruhrpott, aus der geilsten Stadt von der Welt, Essen. Man kennt mich von unserem YouTube-Kanal Freerunning Schlappen, vielleicht auch von Seven vs. Wild oder was auch immer. Ich bin mit meinen Männern da, mit Etze und Dwayne, also zusammen bilden wir Team Schlappen und müsste scheppern hier. Es gibt definitiv kein besseres Team als mit den beiden. Wir sind, denke ich mal, sportlich relativ fit und sind körperlich eigentlich ganz gut vorbereitet darauf. Und auch vom Geistigen her, also wir haben schon so viele Sachen erlebt, ich denke mal, kriegen wir auch hin. Ja, also einer meiner persönlichen Stärken ist, ich kann gut Schmerz wegstecken. Alter. Ich kann auch. Geil. Wie geil ist dieser Pulli? Seht ihr das? Geil. Sehr lange aushalten. Wo ich allerdings eine recht große Schwäche habe, ist Kälte. Also ich komme sehr schlecht mit Kälte. Klar, ich kann das gut wegstecken eine Zeit lang, aber irgendwann macht die Kälte Probleme bei mir. Ja, ich hab auf jeden Fall Ängste. Mir fällt jetzt gerade keine spezifische Angst ein, die hier auf mich zukommen könnte. Also so, dass sie mich wirklich so richtig beängstigt und ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Eine Angst habe ich vor Tieren. Wenn irgendwie wilde Tiere oder sonst was auf mich zukommen, so ein kläffender Hund oder vielleicht auch so eine ganze Bande davon, dann habe ich schon Angst. Ja doch, das wäre so ein Ding, da hätte ich Schiss. Ich glaube nicht, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich aufgeben werde, außer wenn es wirklich körperlich von, ich sag mal, so eine Wanderung mit sehr krassem Gepäck über 50 Kilometer oder so, da könnte ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht aufgeben werde, aber sonst denke ich mal, dass die meisten Sachen, dass ich die echt hinbekommen sollte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass 50 Kilometer in diesem Format vorkommen würden, einfach aufgrund der Zeit und wie man die Teilnehmer damagen würde. Vielleicht als allerletzte Challenge, aber danach wären die ja durch. So, also Blasen, Muskelkater, irgendwie Gelenke durch. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir hier als erste Challenge sehen. Wir haben eigentlich eine sehr gute Grunderfahrung so mit jeglichen Situationen, also mit wirklich extremen Situationen, aber auch eine gute körperliche Voraussetzung. Ich denke mal, wir können uns das Ding ausholen. Auf meiner Uhr ist es 7.45 Uhr. Um 7.55 Uhr will ich spätestens alle mit Rucksack aufgesetzt hier angetreten haben. Gebt Gas! Was ist mit dem scheiß Geschenk, Bro? Einfach alles rein.
Ja, die Isomatte, die kommt raus, die machen wir draußen dran. Oh, lightweight, Leute. Oh. Noch eine Frau. Mein Name ist Aline, ich bin Team Ninja Fit. Das hat bestimmt was mit Ninja Warrior zu tun, diesem Parcours-Format, oder? 31 Jahre alt und die meisten werden mich wahrscheinlich aus der TV-Show Ninja Warrior Germany kennen, Ninja wo ich inzwischen an insgesamt 7 Staffeln teilgenommen habe. Ich habe ein überragendes Team, nämlich Team Ninja Fit. Wir sind meiner Meinung nach richtig, richtig gut aufgestellt. Wir haben einmal den Benny, den kenne ich durch Ninja Warrior, mit dem bin ich zusammen auch verlobt inzwischen. Und den Keno, mit dem wir zusammenarbeiten. Also ich glaube, Team Chemie ist auf jeden Fall top und sportlich sind wir auch gut aufgestellt. Ja, der erste Eindruck hier bei unserer Ankunft, man hört schon im Hintergrund irgendwie das Schießen, die ganzen Übungen. Es ist einfach ein Riesengelände, es kommen irgendwelche Panzer ein entgegen und man fragt sich nur, welchen darf ich jetzt fahren? Also ich hatte vorher gar keine Vorstellung. Bis jetzt bin ich echt überwältigt zu sehen, wie komplex das ist, was alles gibt. Also ich bin auch mega neugierig jetzt und gespannt, wie es hier in den nächsten Tagen abgeht. Dadurch, dass wir nicht so viel inhaltlich gesagt bekommen haben, wissen wir gar nicht, was uns erwartet. Was das ganze Format aber auch an der Stelle super, super spannend macht. Weil nicht zu wissen, was kommt, macht auch den besonderen Reiz daran aus. Meine Schwächen? Ist eine schwere Frage, was meine Schwächen sind. Stand jetzt ist eigentlich nur Höhe meine absolute einzige Angst, aber vielleicht werdet ihr da noch was anderes herausfinden, woran, ja, was ich noch nicht wusste. Zuerst umziehen. Am besten euch hier irgendwo auf die Bahn laufen. Dave, die Maschine. Ja, los. So wird gepackt. Bah! So wird gepackt. Mit Liebe. Mit Liebe. Zum Detail. Gabi? Gabi? Wie funktioniert der Rucksack? Ja, komm mal einfach zu. Ich will komplett als Erster fertig sein. Schauen wir mal. Schlappen und Ninja Warrior in der ersten Challenge natürlich zumindest von den Voraussetzungen deutlich überlegen. Aber vielleicht können wir es mit Teamgeist und ordentlich Anstrengung wieder wettmachen. Ich bin David, im Internet eher unter Dave bekannt, mache Videos zu den unterschiedlichsten Themen und man könnte mich auch von Tag 1 Seven vs. Wild Staffel 1 kennen. Wir sind das Team YouTube. Mein bester Freund und Bürokumpane Max ist dabei. Auch weil er gerade sagt, Seven vs. Wild, ich schaue gerade zum ersten Mal seit 2021 Staffel 1, die ich ja damals nur im Stream geschaut habe und bin aktuell bei Folge 4. Und das ist so geil, das jetzt nochmal mit Abstand zu sehen so und so in Ruhe, ohne Stream, damals die Teilnahme. Es waren schon geile Vibes, Seven vs. Wild Staffel 1. Aber egal, ich schweife ab, wir schauen jetzt hier weiter. Sehr großer, der beste YouTuber von allen. Und Aaron Donkor, kein echter YouTuber, aber unterstützt das Team YouTube, bin mega happy. Haben Aaron für die groben Sachen dabei, Max hoffentlich für die gute Verpflegung mit ein paar E-Pass, schauen wir mal, und mich für alles dazwischen. Ich denke, dass Genuss und Essen jetzt nicht unbedingt im Fokus stehen werden. Irgendwas werden wir bestimmt essen und es gibt ja diese E-Pass, vielleicht dürfen wir davon eins zubereiten. Also ich glaube, das wird so mein kleiner Lichtblick am Horizont sein, während ich leide. Ich war eine Zeit lang in der NFL und spiele jetzt bei Rheinfire Düsseldorf. Ich bin auf jeden Fall Rheinfire, Rheinfire ist nicht da. Das Rheinfire ist doch das, was Otto mitgehört, wo er Anteile hat. Oder auf jeden Fall, Otto hat irgendwas mit Rheinfire zu tun. Ja, geil. So, ich glaube, ich bin fit. Ich bin nicht tip-top-shape, aber da taper ich jetzt gerade hin. Daher freue ich mich darauf, auf diese Challenge. Vielleicht kann es mir irgendwo meine Schwächen aufzeigen. Da freue ich mich immer drauf. Und ja. Aber ich fühle mich fit, also es sollte passen.
Körperlich ist wahrscheinlich meine größte Schwäche. Ich weiß ja noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber ich bin definitiv extrem schlecht vorbereitet. Also keine Frage, ich bin wirklich, also es gibt null Vorbereitung und es gibt Minus Vorbereitung und Max und ich sind wirklich Minus vorbereitet. Die anderen sind teilweise sehr fit. Ich esse halt hauptberuflich und habe ein bisschen zu wenig Sport gemacht in der letzten Zeit. Das wird mir jetzt wahrscheinlich zum Verhängnis werden, aber ich werde probieren, es zu minimieren. Ich glaube, in den nächsten 48 Stunden wird es hart, lang, nass, kalt, hungrig. All die Dinge, mit denen ich im normalen Leben nicht in Berührung komme. Also ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Jetzt wird's ernst. Erste Aufgabe. Let's go. Bahn. Niklas übernimmt, erklärt nochmal genau die Bahn, dass ihr seht, was euch zukommt. Und dann gucken wir mal, wer die beste Zeit hier in den Teer hämmert sozusagen. Genau so sieht's aus. Also, euer Auftrag ist es hier in Challenge 1, teamweise schnellstmöglich die Bahn zu überwinden. Wie ihr seht, es gibt zwei Wege. Einer ist hin, einer ist zurück. Ich denke, da gibt's keine Fragen. Der schnellste gewinnt, also das erste Team. Okay, da sehe ich auf jeden Fall das Team Schlappen vorne, weil die sind ja nun mal Parkour-Athleten. Das sieht wie gemacht für die aus. Ich bin sehr gespannt. Aber Fitness ist natürlich extrem krass, auch bei den Spirit, beim Team Spirit und bei den Ninja Warriors. Das ist eigentlich auch wie für die gemacht, ne? Boah, das wären meine drei Teams, die ich favorisiere hier bei dieser Challenge. Team bekommt 5 Punkte, das zweite 4 und so weiter und so fort. Also Hackengas, Vollgas, Ausführung, Attacke. Und erstmal, Max hat mein Highlight, glaube ich. Ich darf nicht lachen. Wenn wir jetzt hier laufen, darf ich nicht über Max lachen. Das wird mein Ziel sein. Lass erst versuchen, so schnell wie geht, weil ja. Dann kann der Erste auch schon alleine probieren, hochzuklettern. Auf die Plätze! Fertig! Los! Sauber, Jungs, auf geht's! Ja, die allererste Challenge, hätte ich nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Die haben ja schon gesagt, man robbt da durch den Sand, das kommt einem ewig vor. Danach hat man einen Puls von 200. Hat gestimmt. Und weiter, weiter, weiter. Und jetzt. Oh Gott! Gleich vorbei, 5 Meter kommt. Danach war Ende. Also das Hochziehen, ich wollte ja auch Ronny helfen und sowas, da ging gar nichts. Also ich bin fast von übergekippt. Das hieß auch, zwischen den Hindernissen macht man die Zeit, da muss man sprinten. Also ich bin ja nicht einmal gesprintet, weil es gar nicht mehr ging nach wenigen Metern. Das war richtig, richtig krass. Wir müssen Max Räuber warten. Ja, hilf dich mal. Werden wir Max warten. Ich krieg Max nur zu zweit hoch. Okay, ja, hast recht. Heilige Scheiße. So? Ja. Sauber, Jungs! Sehr schön, Jungs! Okay, Ronny, ich helfe dir. Hoch, Ronny. Und Max, du musst mich hochziehen. Zieh ihn hoch! Der ist ja nicht oben. Meine Güte, okay, bist du groß, so muss er. Jetzt müssen wir mich beide hochziehen. Soll ich einfach auch rüber zu springen? Springen? Ja, jetzt müsst ihr. Und? Digga, Jungs, das. Ich finde den Vergleich gleich geil. Jetzt sehen wir hier die Streamer-Jungs, die jetzt ja jetzt nicht Sport, den ihr Kerngeschäft ist, wie die das machen und wie es gleich die Athleten machen, ob jetzt Team Spirit oder die Ninja Warriors oder die Schlappen. Bin ich sehr gespannt, wie da die unterschiedliche Herangehensweise ist, ob die sich überhaupt gegenseitig helfen müssen, ob das alles alleine geht, wie viel schneller das geht. Geil, dass man da so einen Vergleich von so unterschiedlichen Teams sehen kann. Ja, komm. Ihr müsst los, ihr müsst hin, stell dich hin. Nee. Musst du dann, wenn du deinen Oberkörper drauf hast, hast du's. Okay, eins, ihr müsst einmal ziehen. Ja. Eins, zwei, drei. Jetzt mit der Hände, Donner. Jawohl. Sauber. Sauber, Jungs. Ja, sauber, Ronny. Los, Ronny, weg, rüber. Runter. Weiter geht's. Ronny, runter. Los, runter und weiter geht's. Und die Kurve laufen, komm. Runter. Auf geht's, Max. Und jeder von uns dachte sich vermutlich, ja, das ist schon machbar, das machen wir, kriegen wir hin. Ja, die eine da ein bisschen da hochkommen, das ist schwierig, aber machen wir. Und das war so schwierig. Das war so schwierig. Also unten drunter, damit fangen wir an, auf geht's. Jetzt ist das härteste, Leute, das ist der Endgegner. Man sieht auf jeden Fall schon, dass das Tempo ein wenig rausgenommen wurde. Dass die Jungs nicht mehr so laufen wie am Anfang. Zauber, Ronny, du hast nicht hochgeholfen. Kletter nicht an unseren Bein hoch. Nein,
Wir haben alles versucht, Ronny kommt, wir haben ihn versucht hochzuziehen, hat nicht geklappt. Dann versucht er selber noch da irgendwie hochzuspringen, hat nicht geklappt. Wir müssen schon lachen, weil wir einfach so versagt haben. Hier rüber? Ja, ja. Kletter rauf. Wie komme ich nach rüber jetzt? Und dann geht er auf die zweite Sprosse und will rüberspringen auf die dritte Sprosse, springt so ab, hängt dran. Er rutscht dann aber so runter und knallt mit dem Rücken auf den Boden. Und Max und ich haben uns angeguckt und haben uns bepisst vor Lachen, weil wir nicht mehr konnten. Ich habe eh schon keine Luft bekommen, weil ich so im Arsch vorne sehe ich Ronny, der da auf ein völlig falsches Hindernis geht, um irgendwie einen extra Weg zu finden und mault sich da komplett hin. Das war wirklich Zeit. Das war eine der besten Szenen für uns, ja. Egal. Nick, ey, Ronny, probier mal hier. Du kannst die Wand hier mit. Okay, Zeit sind sie bei 8 Minuten 18. Ich habe hier gerade eben von Susan vom Dorf gelesen, dass der Weltrekord 500 Meter mit 20 Hindernissen bei den Männern bei 2 Minuten und 10 Sekunden liegt und bei den Frauen bei 2 Minuten 12, also nur 2 Sekunden Unterschied. Aber haben wir schon mal einen Vergleich zum Weltrekord. Ja, was da möglich ist. Ja, und die Jungs sind jetzt noch nicht im Ziel. Ronny, ey, das ist Assi. Unser Ausbilder, der musste mir bei dieser Hühnerleiter helfen, hochzukommen, weil wir es nicht hingekriegt haben, mich da oben auf diesen Balken zu bekommen. Ausbilder-Team. Zack. Ronny, komm. Aber wie sind denn jetzt die anderen Jungs? Hat man gesehen, wie die anderen beiden Jungs jetzt darüber gekommen sind? Das hätte mich jetzt schon interessiert, wie die das gemacht haben. Sauber, Ronny. Okay, Leute. Weiter geht's! Direkt runter. Runter, Ronny. Das war okay. Also eigentlich haben wir es nur geschafft, indem wir geschummelt haben. Das ist halt so fies, wenn man die ganze Zeit schon so am Pumpen ist, 100% am Limit. Und da ist dann noch ein Ronny, der einfach nicht hochkommt. Boah, das triggert mich immer. Die GoPros zeigen irgendwie eine falsche Richtung. Ich hoffe, das ist erst danach passiert. Die müssten eigentlich weiter nach unten. Wenn man dann auch noch lachen muss, das ist eigentlich fies, untereinander zu lachen, aber wir sind Team Spaß. Das gehört auch dazu. Ronny, sag nochmal abschließend. Wir sind Team definitiv gute Laune. Und es ist gut, dass wir die Sport-Challenge als erstes haben, weil jetzt kommen die Kopf-Challenges. Und ich sag, es kommt noch eine Clash of Clans-Challenge. Wir sind hier mitten im Schnitt bei Bulletproof die Challenge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, unbedingt kann. Alter, das war eine geile Transition von dem Bildschirm jetzt hier rüber. Geil. Kanal abonnieren, Like da lassen und auch gerne einen netten Kommentar. Wir machen weiter und euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge. Wir haben ja ganz am Anfang die Zisselbahn, das ist ja, glaube ich, ein Parcours gemacht. Die fand ich vom Charakter auch mega geil, weil es ja schon auch teilweise ähnlich zu unserem Sport ist. Nicht so viel laufen, aber es war so ähnlich, fand ich auch. Geil, so als Einstieg, auch als Teamgefüge. Renn! Wenn du langsam gehst, kommst du hoch. Renn und dann schnappt das Seil. Schnapp! Jawohl, sauber. Geh doch! Und. Ah, okay. Auf geht's. Jetzt sehen wir hier auch neue Hindernisse. Die haben wir, glaube ich, eben nicht gesehen. Wir sind bei den Ninja Warriors. Komm weit. Ihr seid super in der Zeit. Komm. Komm mal alles raus. Alter, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Weltrekord, von dem wir eben gesprochen haben, wirklich auf einem vergleichbaren Parcours, also mit den gleichen Hindernissen, ob das irgendwie genormt ist. Aber wie krass ist dieser Weltrekord, wenn die Ninja Warrior so einen Parcours im Prinzip kennen und von ihren Fähigkeiten sowas auf jeden Fall ja krass drauf haben, körperlich extrem fit sind, jetzt schon bei 4 Minuten noch was sind. Das ist krass. Aber ich weiß nicht, ob man diesen Weltrekord-Parcours, ob das hier wie der hier ist oder ob es da einen Unterschied gibt. Keine Pause, komm, Kilo. Komm. Kilo. Hoch mit euch, komm schon. 4 Minuten 30, komm. Komm. Und tief. Sehr gut. Go! Und los! Okay, Susan vom Dorf schreibt, ja, das ist weltweit genormt. Warte ab. Okay, das ist krass. Jawohl, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Richtig gut gemacht. Hol jetzt erstmal in Ruhe Luft. Du auch sehr, sehr stark. Geiles Teamwork, Leute, Alter. An der Mauer richtig gut. Habt ihr top gemacht. Genau so wollen wir das hier sehen. Optimal.
Die erste Challenge. Oha, oha, ich freue mich, ich freue mich. Direkt bei 200%. Yo, yo, yo. Oh no. Alter, Maschinen. Das einzige Hindernis, was mich richtig nervt, sind diese Baumstämme, wo wir so drüber springen mussten. Einfach, weil das nicht hätte sein müssen. Aber da sind wir beide einfach weggerutscht. Da haben wir halt 2-3 Anläufe gebraucht. Das hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich glaube, bei allen anderen Hindernissen haben wir eigentlich sehr gut im Team agiert. Ja? Auf! Ja, es wäre ja zu erwarten, dass ich physisch nicht zu 100% mithalten kann. Ich bin eine Frau, ich bin klein, ich bin viel leichter als meine 2 Teamkameraden. Aber brutal fit. Brutal fit. Gerade wenn es um Kraft und Höhe geht, bin ich halt einfach im Nachteil. Deshalb war es klar, dass ich ein bisschen hinterherhänge, aber wir haben sehr gut als Team agiert. Patrick und Max haben mich die ganze Zeit unterstützt, haben mir bei jedem Hindernis geholfen, so gut sie es halt eben konnten, gerade wenn es halt um Hindernisse überwinden ging. Und auf geht's. Komm! Und Max, weiter, komm! Einer noch vorsetzen, immer einer vorsetzen! Gleiche Taktik! Gleiche Taktik! Einfach rein, das nur Mann! Gleiche Taktik! Warte, ich geh hoch! Oh, das ist doch Farben! Runter! Hüpfe einfach! Ich sag, ey, die kann die hochziehen! Komm! Geil! Man spürt richtig die Dynamik von dem Team, geil! Jetzt müsst ihr aber alles geben, Leute! Jetzt alles! Komm! Jetzt hier! Komm! Wie ich dazu tendiere, auch mit anzufeiern, obwohl das Ganze ja nicht live ist. Geil. So muss sein, Alter. Geil. Sehr stark. Zunächst einmal hat Otto mich gefragt, hast du Lust, ein paar coole Sachen bei der Bundes... Okay, ich bin sehr gespannt auf die Zeiten, die wir wahrscheinlich dann erst am Ende sehen. Obi-Wan Jacobi schreibt noch, bei Ninja Warrior ist ja weniger mit Rennen. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das wäre zu erleben, Nachtsichtgeräte und so. Ich dachte so, ja cool, ist bestimmt lustig. Und dann habe ich schnell ein Gefühl bekommen, dass das in eine andere Richtung geht. Und als wir dann da vor diesem Parcours standen, dachte ich mir so, okay, ist das physisch für mich überhaupt möglich? Ich mache mich jetzt halt übelst zum Affen, ne? Da sind halt lauter Leute, die professionell Sport machen, die eine höhere Grundsportlichkeit haben als ich. Dachte mir so, Digga, das tue ich mir jetzt keine 48 Stunden an. Vor allem auch mental eine krasse Hürde da am Anfang, weil man kommt so aus seinem Leben mit dem goldenen Löffel und dann plötzlich musst du da so einen Parcours hochschrubbeln. Das war wirklich kranker Müll. Jawohl, sauber, komm. Weiter! Jawohl, super, komm, Maschine, auf geht's! Los! Komm, Maxi, wir haben dich! Ey, ich bin am Arsch, Leute. Komm! Wenn du mal auf bist, zeigt das dein Körper dir, indem du umwälzt. Ich werde dich hochhelfen. Einmal hochspringen. Komm. Let's go. Wie geht das? Top. Top. Bein drüber rechts. Perfekt. Packen und richtig schwimmen. Ja, genau. Sauber. Komm, geil. Und jetzt den Bogen mit und komm, den rüber. Let's go. Komm, let's go. Auf geht's. Ist es natürlich einfach eine harte und hart beschissene Situation, wenn man nicht nur als Team ein Stück weiter hinten ist, sondern wenn man als einzelne Person im Team merkt, wow, diese Challenge liegt mir nicht, ich bin auch im Team hinten dran. Dann hastet man immer hinterher, man ist immer hinten dran. Man läuft nie vorweg. Das ist einfach eine Scheißsituation. Let's go! Hey, push! Push! Warte, wir machen das dann geschlossen. Ja? Push! Komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! Geil! Ja, rüber! Jawohl! Los! Hier noch! Komm! Wir sind gleich da! Los! Komm! Los! Geil! Ja! Komm! Jawohl, Leute! Gut so, gute Leistung! Sauber! Geil. Gut, Alter! Gut gemacht! So, steh am besten auf, richte dich auf, komm klar! Gute Leistung! Sauber, Jungs! Stark. Das ist halt so krass, man kann sich halt echt immer nur weiterentwickeln, wenn es weh tut. Immer nur, wenn man die Komfortzone verlässt. Ansonsten Stillstand und Stillstand ist nie gut. Ja,
Von daher geil, dass er da durchgezogen hat und sich der Sache gestellt hat. Dave, einmal für die Fans, wie fühlst du dich? Super. Wie war's? Super. Gut, sagst du, ja? Kurz mal schnaufen. Jetzt möchte ich aber auch die Zeiten wissen. Jawohl, sehr gut. Das war gut, Alter. Na ja. Doch, komm. Na ja. Doch. Ich hab vorhin schon gesagt, das wird, jeder hat so seine andere Stärken und Schwächen. Das war richtig gut, wir sind drüber gekommen und wir sind alle angekommen. Unser geliebtes Team YouTube. Und ja, natürlich ging Dave dahin und Max und sagte, ja, wir sind ja gar nicht fit, wir hocken immer nur im Büro. Klar, die hatten die kleine Geheimwaffe, den Aaron, mit dabei. Aber ich finde, Dave verkauft sich immer so ein bisschen unter Wert. Denn wir wissen alle ganz genau, der hat früher richtig viel Sport getrieben. Und man hat davon noch eine Menge gesehen. Auf der anderen Seite, das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Alle haben richtig... Dave ist übrigens auch mal Mountainbike gefahren, falls ihr es nicht wisst. Also auch mit Sprüngen und so weiter. Ja. Gut zusammengehalten, sich durchgekämpft durch die Bahn. Und ich finde, dafür ist das Ergebnis echt gut geworden. Gutes Tempo, weiter so! Ah, die Schlappen kommen ja noch, geil. Und weiter, komm, hoch, 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 hoch. Jan, auf geht's jetzt, raus da. Konzentrier dich an. Konzentrier dich. Und weiter, Tempo, und drüber. Und durch, oben drüber, und durch. Boah, jetzt bin ich drüber, gespannt. Ah, die denken mit. Ja, sehr schön, und Tempo wieder aufnehmen. 3 Minuten, und krass, okay. Und drüber, komm. Und runter. Tempo. Alter, Tempo. Geil. Letztes Hindernis, auf geht's. Junge, die drei kannst du auch in irgendeinen Actionfilm packen und die performen da direkt. Geil. Rüber. Sauber, Junge. Rüber. Letztes Hindernis. Und durch. Komm, durch. Geil. Oh. Sauber, Jungs. Alter Lack. Hau stark. Geil, mein Alter. Aber dieser Helm, ne? Gut, ich würde sagen, aus der Erfahrung raus, alles unter 7 Minuten ist schon echt ein Brett. Weil machen wir 3 Mal unter 7 Minuten. Geil. Und einmal sogar eine 5er-Zeit. Alter Schwede. Ja, das müssen nicht Schlappen sein, denke ich. Oder? Ja, das ist brutal. Richtig, richtig gut. Also, ich muss jetzt sagen, die schnellsten waren die Schlappen. 5 Minuten 2. Okay. 5 Minuten. Die werden geil. Also fast eine 4er-Zeit gelaufen. Ja, das ist, da kommt keiner ran. Da das kommt keiner richtig ran. Gut. Also, erster 5 Minuten 2 die Schlappen. Ja. Dann haben wir Team MML, 6 Minuten 14, super geil. Knapp da hinten. Dahinter 6 Minuten 18 Team Ninja. 6:18, also alle relativ eng beieinander. Ja, ne? Jetzt haben wir doch noch eins über, wenn ich es richtig habe. Ja, so noch 2 über. 2 über. Team okay. YouTube 9 Minuten 43 und dann Team Streamer 3. Okay, hier sehen wir die. Okay, dann gibt es die Punkte da drauf. Okay, ähnlich wie damals bei 7 vs. Wild. 6:14. Okay, die Streamer hinten. Aber geil, alle haben durchgezogen. 13 Minuten 24. Da muss man auch so sagen, ich glaube, die Ninja haben wahrscheinlich viele gedacht, boah, okay, die werden noch viel, viel schneller sein. Ich glaube, die sind so taktisch angegangen. Absolut. Wäre Luft gewesen noch, auf oder? Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, jeder war am Ende todesoffen. Das hat man komplett offen. Gesehen, ja, ich glaube, alle haben wirklich alles also, gegeben. Also, ich denke, abgeholt haben wir sie in der ersten Station zu 100%. Voll. Ich glaube, bei den Streamern ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich mir die Zeit so angucke, um die 13 Minuten. Also da geht noch ein bisschen was. Ich glaube, die haben sich eher dadurch so ein bisschen schlecht gemacht, die Zeit, weil sie zu lange überlegt haben an manchen Hindernissen und sich gegenseitig mit helfen. Nee, dann doch so, dann doch so. Ja. Und dann geht ja mal ratzfatz eine Minute rum. Ja. Ich glaube, damit, deswegen haben sie so die Zeit hingelegt. Aber da fand ich zum Beispiel Ronny, hinten das Gleithindernis, ist der ja komplett durchgeflogen. Jeder hat so seine Vorteile. Ne? Wenn du klein bist, kommst du durch die engen Sachen. Wenn total du groß bist, gut. Springst du kurz drüber, kein Problem. Kannst du mal gut helfen dabei und so. Also ich bin schon mega happy. Ich auch. Freue mich jetzt auf die nächsten Sachen. Also ein geiler Einstieg auf jeden Fall. Bin gespannt. Aktuell für Team Schlappen. Yo! Ich war kacken. Bitte, was warst du? Ich war Dinschiss machen. Und auf dem Blumenflug gab es keinen Club hier. Oh nein. Wir sind jetzt schon hinter der Zeit und müssen deswegen schneller marschieren. Wir marschieren jetzt seit 200 Metern und wir haben ein Riesenproblem. Wo marschieren sie denn hin? Wenigstens sieht es geil aus, achso. Max. Achso, es sieht voll wie Maschine aus. 200 Meter haben wir gepackt. Ja, wieso ist das denn so? Oh mein Gott, guck mal hinter dich. Ich dachte, das wäre so ein bisschen... Ich habe kurz vor 200. Ich kipp gleich um. Aber guck mal, was das für eine Steigung ist. Ich dachte, wir laufen gerade. Ich war gerade schockiert.
Steven, Einschätzung? Also berghoch geht's noch nicht. Oh mein Gott. Die nächste Station war natürlich ein bisschen weiter entfernt. Und natürlich haben wir jetzt kein Taxi bereitgestellt oder irgendwelche Fahrzeuge, schön einsteigen ins Warme. Denn das Ganze ist eine durchlaufende Übung. Das heißt, Rucksäcke aufnehmen, anziehen, Marsch durchs Gelände und erreichen der nächsten Station. So, die erste Challenge haben wir hinter uns. Hindernisbahn. Meiner Meinung nach haben wir brutal als Team zusammengearbeitet. Unser Ausbilder natürlich war uns eine große Hilfe. Und Teamwork makes the dream work. Also ich bin mit meiner Leistung von meinem Team zufrieden. Haben gut zusammengearbeitet. Ja, die Zeit wird sich zeigen, welche Platzierungen sie dann haben. Ich fand es gut, war eine saubere Teamarbeit. Da gehen wir jetzt lang so, dass wir uns schon mal langsam ans Orientieren gewöhnen können. Ja, bewegen uns grob Richtung Norden. Ja, folgen den Zaun, gehen übers Westtor rein. Eine Sache hat's. Wir haben wunderschönes Wetter, wirklich wunderschönes Wetter sind in der Luft. Und das Beste von allem ist, 2 Tage, kein verficktes Telefon. Social Media Detox heißt es auch so schön. Ja. Das war auch, ist auch bei jedem Survival-Projekt das Geilste, ob bei Seven vs. Wild, Survival Squad oder sonst was, dieses verfluchte Handy, was ja Fluch und Segen zugleich ist, einfach mal weg zumindest, oder bei Survival Squad hatten wir ja ein Handy für Fotos dabei, aber halt natürlich keine Internet-Connection, aber halt diese Distraction durch permanent WhatsApp, E-Mail, Anruf, Social Media, ich meine, ohne das geht es heutzutage nicht mehr. Aber es ist so geil, wenn man das einfach mal nicht um die Ohren hat, so. Ja, aber 5.30 Uhr geweckt, rausgeholt, nackig gemacht, umgezogen, direkt Vollgas hier auf diesem Parcours, ordentlich. Wir laufen jetzt schon busy und es geht direkt, aber direkt zur nächsten Challenge. Also es gibt in keiner Art und Weise hier eine Erholung und ich nehme natürlich ganz stark an, dass die Mentalität der Leute checken wollen. Das heißt, wenig und schlechten Schlaf, wenig Essen, maximale Körperbelastung, aber MMA ist auch kein Kinderspiel, deswegen eine Drecksack-Mentalität bringen wir schon mit. Man muss ja echt nochmal hervorheben, dass Max und Patrick zu dem Zeitpunkt eben schon in ihrer Kampfvorbereitung waren. Und das ist vielleicht als Außenstehender schwer einzuschätzen, wie hart das ist. Aber das ist schon krass, dass die trotz dieser Vorbereitung hier bei dem Format mitmachen, wissen, Kaloriendefizit, sind Kälte ausgesetzt, je nachdem schlechten Wetter und so weiter, weil man natürlich auch nicht krank werden will. Verletzungsrisiko ist natürlich gegeben, wenn sich jetzt hier jemand verletzt, indem er auf so einem Parcours umknickt oder sich irgendwas aufschneidet oder so. Das ist fatal bei so einer Kampfvorbereitung und da absolut geil, dass sie da mitgemacht haben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die anderen. Da fahren sie, Leute. Guckt euch das an. Die Schweine. Und wir durch so Dornengebüsch hier. Man sieht es nicht, aber hier ist auch noch eine Steigung. Leck mich doch. Hätte ich mal vorher trainiert. Ich sag's euch, Leute. Ich bin zu kaputt, um Vollbeladung zu trinken. Wir müssen da hinten lehnen zum Trinken. Dann kommt hinten um. Schildkrötenmodus, Leute. Oh Gott. Aber wir wissen gerade nicht, wo sie hinlaufen, oder? Sie marschieren jetzt erstmal, wahrscheinlich zur nächsten Challenge. Das ist so geil, aber meine Beine, sag euch, am Arsch. Ich bin jetzt Kartenleser geworden, ich bin der Kartenchef. Kartenchef? Was unser Ausbilder nicht weiß, ich bin der, bei dem sich immer alle verlaufen. Ich bin der nicht Karten lesen kann. Ja, aber warum sagst du das, dass das der Ausbilder nicht wissen soll? Ich finde das total beschissen. Nein, das ist kein Problem. Ich führe es dadurch. Es ist ja auch nicht schwierig. Du bist ja nur die rote Linie langlaufen. Für mich ist das hier gerade, im Gegensatz zu der Chillert eben, ist das jetzt gerade entspannt. Jeder Berg nimmt mich auseinander. Egal ob bei der Radtour ist unser Freund. Aber Trimax sieht schon irgendwie maschinenmäßig aus, muss ich sagen. Also sieht schon so, yo.
Aber gut, Trimax ist auch Riese. Oh Mann. Er ist auf unserer Seite, denn hinter ihm kommt das Meer. Das was? Das Meer! Das was? Meer, Digga. Das Meer! Wir sind in Bayern, Ronny. Halt wir lieben den Berg so sehr. Oh yeah! Die gute Laune, vergiss das nicht. Ja, nicht mit den scheiß Songs. Er war kein Pfadfinder, Leute. Er war kein Pfadfinder. Ich war auch kein Pfadfinder. Und Jan? Was hast du schon verloren? Also, ich habe auf dem ersten Marsch immer getätigt, da habe meine Jacke verloren. Boah. Ja, passiert, oder? Heilige Scheiße, wir wissen, was die nächste Challenge ist. Ich habe mir die letzte Energiereserve hier hergetragen. Dafür. Und jetzt müssen wir da hinten klettern. Das bringt uns um, ne? Ach, klettern! Klettern, Mann! Oh Gott, ich dachte gerade, du bist jetzt hier laufen mit dem Rucksack. Ich finde Klettern viel schlimmer. Ja, geil. Geiles Format. Ich meine, erste Folge ist halt immer erst, wie bei jedem Format, erstmal die Teilnehmer vorstellen, was ja wichtig ist, damit man da auch einen Bezug zu hat, dass das Ganze spannend ist, man die Leute kennenlernt und so weiter. Schade, dass jetzt nur eine Challenge gab. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Schaut da auf jeden Fall bei Otto vorbei. Otto Bulletproof. Es ist schon geil, was es so jetzt einfach für Formate gibt. Also, wenn man überlegt, was Seven vs. Wild Staffel 1 bewirkt hat, dadurch so viele gute Creator inspiriert wurden, geile Formate zu machen. Und das ganze Jahr mittlerweile über. Also ich meine, wir haben jetzt gerade Frühling und bekommen hier die Challenge um die Ohren geknallt. Und da sind sicherlich auch einige in der Pipeline.